Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Wir machen heute, wie ihr schon im Titel gesehen habt, ein Rennen. Und ihr könnt natürlich als Zuschauer wieder teilnehmen. Ihr habt nämlich unter dem Video Leichtgewicht Battle Royale, was glaube ich, richtig, richtig viele Kommentare hinterlassen. Und die Leute, die dort kommentiert hatten, hatten hier die Chance, einer der Teilnehmer zu werden. Und ihr seht hier schon 10 Jeeps in 5 verschiedenen Farben. Das heißt, es gibt von jeder Farbe 2 Stück und diese 2 werden auch als Team agieren. Also die sammeln zusammen Punkte hier bei dem Rennen und das Siegerteam, davon werden beide Mitglieder am Ende einen 5€ Amazon-Gutschein gewinnen. Also es geht hier auch um was und es zählt die Teamleistung und keine Einzelleistung. Aber wie das Ganze gleich mit Punktesystem und so funktioniert, erkläre ich euch gleich mal. Aber zunächst schauen wir uns mal die Strecke an. Ich verrate euch auch gleich, wer die Jeeps sind, aber erstmal schauen wir uns die Strecke an und die hat es wirklich in sich, glaube ich. Ihr seht schon, das ist hier die gesamte Strecke, die ist relativ groß geworden, also nimmt hier schon fast den gesamten Sandbox-Park ein. Also das hier ist die Strecke. Ich würde sagen, wir fliegen die einmal ganz kurz ab und dann zeige ich es euch, was so Sache ist. Am Anfang kommt natürlich erstmal hier nach dem Start der Engpass durch die 2 Tore. Ich glaube, da wird sich schon sehr entscheiden, wer hier die Führungsposition bekommt, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Jeeps einfach da durchquetschen wollen gleichzeitig und dann auch einige stecken bleiben. Dann geht es erstmal ein Stück hoch, dann wird es hier ein bisschen enger und geht erstmal in so einen kleinen Berg, eine schräge Steilkurve mit 2 Verengungen. Einmal hier eine, einmal da eine. Das sollte aber kein Problem darstellen. Dann kommt hier die erste Rampe und von der Rampe springt man ins Wasser. Und es kann passieren, wenn man über eine Rampe ins Wasser springt, dass man wirklich hochkatapultiert wird. Und wer es schafft, über diesen Balken hier zu springen, also komplett drüber, wenn man den berührt oder so, zählt das nicht, bekommt schon mal einen Zusatzpunkt. Das könnt ihr euch schon mal merken. Ist sehr, sehr schwierig. Wir wissen nicht, ob es überhaupt jemand schafft. Aber es ist machbar. Also man kann es schaffen, hier über den Balken zu springen. Und dann bekommt man einen Zusatzpunkt. Dann kommt hier nochmal eine Rampe. Hier kommen 2 so, Futterspender. Die sollten auch kein Problem darstellen. Man kann ja so quer durchfahren. Und dann kommen wir schon in das erste Gehege. Das ist ein Gallimimus-Gehege mit 10 Gallimimus drinne. Und solche Gehege, die können immer richtig Probleme machen. Weil wenn du da reinfährst als Führender und die Gallimimus stellen sich in den Weg und gehen nicht weg, dann kann es wirklich Zeit kosten. Also diese Gehege können wirklich viel ändern hier. Und man fährt durch dieses Gehege, dann kommt man hier durch eine Kurve. Hier hat man dann nochmal so ein paar Wasserbecken. Wenn man klug ist, fährt man hier über das Land, weil das schneller ist. Werden wir sehen, ob die das machen. Hier muss man auf jeden Fall durchs Wasser, hier kann man nicht dran vorbei. Dann kommt man hier in einen kleinen Bereich, wo ein Wald ist. Da muss man sich dann halt durch die dichten Bäume und den dichten Wald quetschen. Dann kommt als nächstes hier ein Sinoceratops-Gehege mit 10 Sinoceratopsen drin. Ihr seht ja auch wieder auf sehr engen Raum, also das kann echt Zeit kosten. Dann geht es hier um die Kurve, so ein bisschen S-Kurve. Und dann geht es hier schon hoch auf die große Rampe. Und da oben, da warten sogar schon 2 Gefährten, wie ihr seht, im Weg. Nämlich 2 Brachios. Weil hier kann man auch wieder springen. Und mit etwas Glück landet man hier im Wasser und wird hier schön drüber katapultiert. Aber es kann natürlich auch sein, dass man hier nicht dran vorbeikommt, weil die Brachios den Weg versperren. Sind auch wieder 10 Stück an der Zahl, aber ein relativ großes Gehege. Also kann man eigentlich gut dran vorbeifahren, wenn sie nicht hier gerade im Tor stehen, wie sie es gerade tun. Und dann kommt man direkt hier unten rein, durch das Wasser, fährt hier durch das Tor und durch das nächste Tor und kommt hier in das Trodon-Gehege, auch 10 Stück an der Zahl, ist relativ klein das Gehege, also kann auch echt Probleme bereiten, aber mal schauen, wie sich das nachher entwickeln wird. Dann kommt man hier auf eine Gerade, ganz viele Hugel hier, wie ihr seht, das ist die Hugelgerade, da muss man auch erstmal rüberkommen, also das kann auch, glaube ich, echt nicht so einfach werden. Ich habe einige Sachen hier schon getestet, ob sie überhaupt machbar sind, also ich denke schon, aber ich habe nicht alles getestet, also ich hoffe mal, dass es am Ende so weit aufgeht. Hier ist dann nochmal so ein kleines Wasserbecken. Hier kommt dann nochmal eine Kurve, wo man die ganze Zeit rechts, links, rechts, links, rechts, links und so fahren muss. Dann kommt man hier zu einer Entscheidung. Entweder man nimmt den rechten Weg, dort warten 2 T-Rex auf einen. Oder den linken Weg, dort warten 2 Spinos auf einen. Ich weiß nicht, was besser ist. Muss jeder Jeep für sich selbst entscheiden. Der Weg ist eigentlich genau identisch. Also ich habe die genau parallel gebaut, synchron. Die Gehege sind gleich groß, die Eingänge sind gleich und so. Also ich glaube, kein Weg davon ist ein Umweg oder sowas. Also es könnte gut sein, dass die Jeeps jeden Weg nehmen. Dann kommt man hier in eine Kurve, wo ganz viele Ziegen sind. Ich weiß gar nicht, ob Ziegen einen Jeep blockieren. Ich glaube aber schon.
Und ich glaube, das kann echt anstrengend werden, weil je länger ich jetzt hier schnacke, desto mehr Ziegen kommen hier raus, weil alle Spender sind auf 3 Minuten eingestellt. Das heißt, alle 3 Minuten kommt eine neue Ziege dazu. Also sollten wir uns ein bisschen beeilen. Dann kommt man hier durch ein Tor in ein kleines Wasserbecken nochmal. Hier durch ein Tor über einen großen Hügel nochmal. Hier durch ein Tor und dann hier letztendlich durch ein Tor. Und diese gestrichelte Linie ist die Ziellinie. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Ich denke aber mal nicht. Ich bin sehr gespannt, ob die Jeeps das überhaupt schaffen können. Ich gehe aber davon aus. Also es sollte eigentlich klappen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen, ich verrate euch jetzt mal eben, wer hier unsere Kandidaten sind. So, kommen wir erstmal zu unseren Teamfarben. Also, der Jeep hier ganz links, das ist der Retro-Jeep mit den Retro-Farben. Deswegen heißt das Team auch Team Retro. Da haben wir zum einen Roman, der kleine Boy, und zum anderen Finn, 1887. Dann haben wir Team Blau, ja, kann man ja ganz klar erkennen. Blauer Jeep, da haben wir Marcel Zockt und Mystic Wolfsfox YouTube. Nächste Team, logischerweise Team Rot. Da haben wir Violet Sand, die war, glaube ich, schon beim letzten Mal dran. Also du hast echt Glück gehabt mit der Ziehung. Und Milka Herzchen, 13. Ich glaube, du hast es noch nie geschafft. Also diesmal hast du es auch geschafft hier in das Projekt. Du gehst auch mit an den Start. Dann haben wir den Standard Jeep, den nennen wir mal einfach Team JWE, würde ich sagen. Da haben wir Symbiose des Venom und Dark Liv. Ihr beide bildet auch ein Team. Und zu guter Letzt haben wir Team Orange. Da haben wir Hermine Granger und Davichi Crafter 2007. Also ihr geht hier an den Start und ihr arbeitet zusammen. Und wie das Ganze so ein bisschen funktioniert, erkläre ich euch jetzt mal. Also der erste Platz bekommt 10 Punkte, der zweite Platz 9, der dritte 8 und so weiter. Und das geht dann immer weiter runter. Und am Ende werden dann von den beiden Teammitgliedern die Punkte zusammengerechnet. Und welches Team dann am meisten Punkte hat, gewinnt hier. Und die beiden Gewinner bekommen dann einen 5€ Amazon-Gutschein. Und ihr könnt natürlich noch die Zusatzpunkte hier sammeln, wenn ihr darüber springt. Aber ob das jemand schafft, das werden wir dann sehen. Und ja, ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich gleich schon loslegen. So, das Ganze wird starten, sobald ich hier die beiden Zäune entferne. Und ich werde direkt in den Aufnahmemodus gehen und Zeitlupe anmachen, weil der Start wird super entscheidend sein und ich will da nichts verpassen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Es wird gleich wieder super schwierig mit der Kameraführung. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit ungefähr oder fast beim ersten bleiben, denke ich, weil sonst werden wir einfach zu viel verpassen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sich das Feld sehr weit aufsplitten wird. Aber wir werden sehen. Ich eröffne das Ganze und dann beginnt das Rennen hier. Und ich gehe direkt in den Aufnahmemodus. Wir bleiben erstmal pausiert, gehen in eine gute Kameraposition. Ich werde nachher aber auch wieder aus dem Aufnahmemodus rausgehen. Das machen wir jetzt nur für den Start. Weil ich will ja auch gucken können, wer gerade führender ist. Also darüber hover mit der Maus. Und welcher Name dann da erscheint, dann wissen wir das auch. Und wir machen langsam. Der Start, also es geht los, sobald die... Oh, es geht eigentlich jetzt schon los. Ich wollte eigentlich die graue Linie da als Start nehmen, aber die fahren ja schon alle los. Und ihr seht schon, die teilen sich relativ gleichmäßig auf die Tore auf. Rechts sind 4, links sind 6. Also das linke Tor ist natürlich gerade ein bisschen besser besucht. Und es sieht mir fast aus, als wenn Team Rot sich hier durchsetzt beim linken Tor. Und beim rechten bleiben sie komplett stehen. Eieiei, die blockieren sich. Und alle anderen blockieren sich, also Team Rot scheint hier gerade einen guten Spurt vorzulegen. Ach, ich habe noch eine Regel vergessen. Falls ein Jeep wegbuggen sollte, dann ist er leider raus, Leute. Also, falls es passiert, dass einer sich zurück zur Station buggt, weil das kann manchmal vorkommen, dann ist er einfach komplett aus der Wertung raus und wird sozusagen letzter mit Did Not Finish. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, wir haben jetzt hier Team Rot, Team Retro, Team Orange. Zweimal Team Blau und die anderen hängen da hinten noch fest. Aber Team Rot scheint jetzt hier Probleme zu haben beim Hochfahren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Normal Mode. Oh Gott. Und jetzt gucken wir uns das mal im normalen Speed an. Also die scheinen hier ordentlich Probleme zu haben beim Hochfahren. Team Rot ist aber noch weit vorne. Die anderen blockieren sich halt hinten. Team Rot kann jetzt wirklich den Abstand ausbauen. Wir müssen jetzt aber bei allen Teilnehmern eigentlich den Sprung angucken, weil wir müssen ja gucken, ob die was collecten. Und ihr seht schon, die können springen, aber Team Rot schafft es schon mal hier nicht mit Violet Sand, die erste ist. Jetzt kommt Team Orange, schafft es auch nicht, schafft gar keinen Sprung. Dreh mal die Kamera schon mal so, dann können wir das Gallimimus-Gehege beobachten. Der nächste schafft es auch nicht, das war, glaube ich, Team Retro. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Jetzt kommt Team Blau, schafft es auch nicht mit dem Sprung. Also es scheint hier gerade nicht zu funktionieren, aber es hat schon geklappt, also es geht auf jeden Fall. Der nächste von Team Orange schafft es auch nicht. Boah, der Rote kommt hier echt gut durchs Gallimimus-Gehege durch.
Der Orangene wird ein bisschen blockiert. Schafft es aber auch. Und da kommt der erste Kandidat. Und der schafft es. Also, Dark Life kriegt schon mal ein. Oder Dark Lift kriegt schon mal einen Extrapunkt für Team JBE. Dann kommt Symbiose des Venom. Und wir verpassen jetzt hier wirklich viel. Das ist echt doof. Weil ich würde eigentlich gerne die hier ein bisschen verfolgen. Aber wir müssen den Sprung natürlich noch angucken. Ah, die beiden müssen wir noch eben abwarten. Hier kommt der Wald. Ich hoffe, der hält ihn ein bisschen auf. Weil der ist ja nicht sonderlich spannend. Also hier, Roman hat es leider nicht geschafft. Und jetzt kommt der letzte Milka Herzchen mit Team Rot. Schafft es leider auch nicht. Somit können wir wieder zum ersten springen. Und der befindet sich gerade in dem Wald. Das ist immer noch Violet Sand. Hat den Wald jetzt aber mit Bravour geschafft. Oh, die fahren da wirklich alle schnell durch. Das scheint die nicht groß aufzuhalten. Violet Sand kommt jetzt in das Sinoceratops-Gehege. Und fährt auch hier durch. Wie eine Eins. Der Orangene bleibt stehen und Team Retro katapultiert sich somit auf Platz 2 hier. Der Orangene steht immer noch da. Das ist bitter. Das ist wirklich, wirklich bitter. Violet Sand kann hier auf jeden Fall den Vorsprung ausbauen. Fährt jetzt hier die Rampe hoch. Und es ist gerade kein Brachio-Umweg. Das ist sehr, sehr gut für sie. Jetzt werden wir sehen, ob sie hier einen Sprung hinlegt. Jo, das tut sie. Und zwar einen ordentlichen. Guckt euch das an, wie sie fliegt. Sie fliegt hier über die Brachiosauren rüber, über den Wald. Und mit einem geschmeidigen Sprung ins Wasser schafft sie es hier und kann ihren Vorsprung ausbauen. Ich weiß gar nicht, wo die anderen sind. Wir können ja einmal kurz in den Aufnahmemodus gehen, pausiert, dass wir hier nichts verpassen. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wie sich das Feld verteilt hat. Weil ihr seht schon, es ist echt schwierig, das alles zu verfolgen. Also wir haben auf Platz 1 momentan Team Rot mit Violet. Dann haben wir auf Platz 2 Team Retro, so wie es aussieht. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier keinen, weil der im Wald ist oder so. Also der Kameramodus ist echt gewöhnungsbedürftig. Dann haben wir hier auf Platz 3 Team Orange, der, glaube ich, gerade gegen die Wand geknallt ist. Das ist nicht gut. Der nächste, nochmal Team Orange. Die sind auf jeden Fall beide sehr dicht beieinander. Ich glaube, das könnten relativ viele Punkte sein bei Team Orange. Das ist Platz 3 und Platz 4. Das wird, glaube ich, richtig knapp werden hier. Dann haben wir Team Blau auf Platz 5. Dann kommt der nächste. Die haben sich schon ganz schön verteilt vom Feld her. Da haben wir zweimal Team JWE, relativ weit hinten. Aber vielleicht schaffen sie es ja noch, hier aufzuholen. Weil ich glaube, das wird schon relativ schwer, weil der Vorsprung schon sehr immens ist. Aber die sind auch echt gut durch die Gehege durchgekommen. Ich glaube, da haben die anderen ein bisschen mehr Probleme. Dann haben wir nochmal Team Blau und hier nochmal Team Rot. Das heißt, Team Rot ist, glaube ich, Platz 1 und der letzte Platz. Nee, doch nicht der letzte Platz. Der letzte Platz ist Team Retro nochmal. Oder ist da noch jemand weiter hinten? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich fliege mal ein bisschen hoch. So. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Nee, da hinten ist keiner mehr. Also Team Retro sollte der letzte hier sein. Das wird, glaube ich, echt spannend hier werden. Ich glaube, Team Rot, Team Orange und Team Blau sind sehr dicht von den Punkten beieinander. Und ich mache das Ganze jetzt weiter. So, wir gucken. Das Trodon-Gehege kommt jetzt bei Violet. Und auch hier fährt sie durch. Das gibt's ja gar nicht. Die wird ja gar nicht blockiert hier. Also die kommt wirklich, die Violet kommt wirklich so gut hier durch. Team Retro schafft es aber auch, auf dem zweiten Platz so durchzufahren. Team Orange, bleibt Team Orange stecken? Team Orange bleibt stecken. Na seht ihr, das kann halt passieren, aber Team Rot und Team Retro bauen hier wirklich ihren Vorsprung aus. Team Orange steht immer noch in dem Trodon-Gehege, wird jetzt von seinem eigenen Teampartner überholt. Und die beiden kämpfen hier verbittert um den ersten Platz, springen hier über die Dingens und Team Retro übernimmt hier die Führung. Also Violet hat hier echt Schwierigkeiten gehabt bei den Sprüngen. Damit ist Team Retro erster Platz und, glaube ich, letzter. Nicht schlecht, wer ist es denn hier? Der Finn fährt hier vor. Und jetzt geht's durch den Slalom. Und Finn, Alter, wie er durchfährt. Das ist ja übel geil. Der fährt ja mega schnell hier durch. Oh, können die anderen das auch so schnell? Jetzt bin ich aber gespannt. Und er wählt auf jeden Fall das T-Rex-Gehege. Oh, Violet ist nicht ganz so schnell wie Finn. Finn ist da wirklich durchgerusht. Und Finn nimmt das T-Rex-Gehege. Ob das eine gute Entscheidung war, das weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt alle das T-Rex-Gehege nehmen werden, weil die KI einfach gleich denkt. Oh, die beiden T-Rexe stellen sich ganz schön vor das Tor. Aber Finn schafft es durch. Kommt jetzt ins Ziegengehege. Violet Sand hat jetzt echt viel Abstand. Guck mal. Die ist echt weit hinten. Der Finn, der kann hier, oder hat hier wirklich seinen Vorsprung ausgebaut. Und die Ziegen scheinen jetzt auch gerade nicht so richtig krass Probleme zu machen. Aber sie halten ihn schon so ein bisschen auf. Also, die Ziegen bewirken hier auf jeden Fall was. Finn ist jetzt wirklich im Endspurt hier. Jetzt kommt nicht mehr viel. Nur noch ein Wasserbecken und ein Sprung. Und dann war es das, glaube ich. Ich glaube, Platz 1 ist hier
für Finn sicher, wenn ihm jetzt nicht irgendein großer Fehler passiert. Man weiß ja nie. Violet hat jetzt auch wieder aufgeholt. Also gibt wieder ordentlich Gas. Und jetzt fährt Finn den letzten Hügel hoch. Boah, der bremst ihn nochmal ordentlich aus. Wenn Violet jetzt hier einen Speedboost bekommt, dann könnte sie hier den ersten Platz sich sichern. Und da springt er über den Hügel. Und das sollte es jetzt gewesen sein. Die Ziellinie ist nahe, nur noch ein Tor. Sobald er hier rüber ist, hat er Platz 1. Und fährt nochmal gegen das Tor, aber das sollte eigentlich reichen. Finn, 18, 87. Oh, Violet, komm nochmal. Das wird knapp. Und Finn schafft es. Ganz knapp vor Violet. Also Finn, Platz 1. Violet, Platz 2. Und jetzt schauen wir mal, wo der Platz 3 ist. Oh, das ist immer noch Team Orange hier mit Platz 3 und 4. Also gar nicht schlecht. Da hinten kommt Team Blau mit Marcel Zockt. Ich glaube, für Team Blau sieht das hier ganz schlecht aus von den Punkten. Außer sie können hier nochmal aufholen. Das wird hier auch nochmal spannend. Aber Hermine fliegt hier durch das Tor praktisch durch. Oh, Team Blau kommt echt nochmal dicht dran hier. Oh, das wird nochmal richtig, richtig knapp. Aber es sieht gut aus. Hermine Granger sichert sich. Platz 3 war es, glaube ich. Davichi Crafter sichert sich Platz 4. Also eine sehr gute Platzierung von Team Orange. 3 und 4. Gibt, glaube ich, viele Punkte. Dann haben wir Marcel Zockt auf dem 5. Platz. Und hier ist es auch nochmal dicht an dicht. Zweimal Team JWE. Team JWE ist ja, glaube ich, das einzige Team, was den Zusatzpunkt bekommt. Mit dem Sprung da oben drüber. Aber es wird ja auch nochmal... Team Rot ist auch am Start. Also das ist ja auch nochmal wichtig. Der Kampf zwischen den beiden ist wichtig von den Punkten. Zwischen Team Retro und Team Rot. So. Dark Liv ist der nächste. Und darauf folgt Symbiose des Venom. Die sollten sich... Ja, es ist auch eine solide Punktzahl. Aber ich glaube nicht, dass es hier für den Sieg reicht. Sind relativ weit hinten von den Plätzen her. Da kommt Team Rot. Hat Team Retro sogar noch eingeholt, glaube ich, gerade, ne? War nicht Team Retro gerade noch vorne? Ich weiß es nicht. Milka Herzchen überquert. Oh, das wird nochmal knapp. Jetzt die Ziellinie. Und Roman dahinter. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch ein Kandidat im Rennen ist. Jo, Team Blau ist noch im Rennen. Ist das der Letzte? Ich glaube, das ist der Letzte. Schauen wir doch mal eben. So, das ist der Letzte hier von Team Blau. Und der, last but not least, überquert jetzt die Ziellinie. Und damit ist das Rennen vorbei. Wir haben ja alle Plätze. Mystic ist der allerletzte leider geworden. Aber wir rechnen jetzt gleich mal die Punkte zusammen, schauen uns die Tabelle gemeinsam an. Und dann werden wir sehen, wer hier das ganze Event gewonnen hat. So, meine Freunde, wir rechnen die Punkte zusammen. Da haben wir zum ersten Team Retro. Da haben wir den Finn mit der ersten Position mit 10 Punkten. Und zum zweiten haben wir da Roman, leider nur mit der 9. Position und somit mit 2 Punkten. Das heißt 10 plus 2 gleich 12 Punkte für Team Retro. Dann haben wir als nächstes Team Rot. Da haben wir Violet mit dem zweiten Platz. Das sind 9 Punkte. Und wen haben wir denn noch? Einen Moment. Milka Herzchen war das. Mit Platz 8. Das sind 3 Punkte. Das heißt 9 plus 3. Auch 12 Punkte hier. Also Team Retro und Team Rot sind beide auf dem gleichen Platz. Dann haben wir Team Orange mit Platz 3 und Platz 4. Sehr, sehr gute Plätze. Platz 3 bringt 8 Punkte. Platz 4 bringt 7 Punkte. Das heißt, Team Orange ist hier vorne mit 15 Punkten und das ohne den ersten oder zweiten Platz. Also es geht hier, wenn man im Team zusammenarbeitet. Team Blau kommt als nächstes. Da haben wir einmal Platz 5 für Marcel mit 6 Punkten. Und wen haben wir hier noch? Den letzten Platz leider mit Mystic mit einem Punkt. Das heißt, wir haben 6 plus 1 gleich 7 müsste es sein. Ich habe hier 8 aufgeschrieben, warum auch immer. Aber warte mal, 6 plus 1. Ja, das müssten 7 Punkte sein. Und dann haben wir zu guter Letzt Team JWE. Die haben Platz 6 und Platz 7 belegt mit Dark Liv und Symbiose. Haben somit 5 und 4 Punkte plus den 1 Punkt für den Sprung über das Hindernis. Das heißt insgesamt 5 plus 4 plus 1, 10 Punkte für Team JWE. Und somit haben wir Team Orange gewinnt das ganze Event hier. Auf Platz 2 haben wir einen geteilten Platz 2 zwischen Team Retro und Team Rot. Auf Platz 3 ist JWE und leider auf dem letzten Platz ist Team Blau. Es war trotzdem sehr, sehr cool. Danke, dass ihr alle hier mitgemacht habt. Seid bitte nicht traurig, wenn ihr hier jetzt nicht gewonnen habt. An die beiden Gewinner schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar,
und schreibt mich im Discord an. Der Discord ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dann bekommt ihr euren Amazon-Gutschein. Und ich hoffe, es hat den Zuschauern Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat den Teilnehmern Spaß gemacht. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr nochmal sowas sehen wollt, schreibt doch mal einen Kommentar und denkt auf jeden Fall daran, falls ihr bei dem nächsten Projekt oder bei dem nächsten Video dabei sein wollt, wo die Zuschauer teilnehmen könnt, dann müsst ihr einmal unten in die Kommentare Hashtag BR schreiben und mit etwas Glück seid ihr dann im nächsten Video, wo ihr mitmachen könnt, dabei. Ja, falls es euch gefallen hat, liked auf jeden Fall, würde ich mich super drüber freuen und ich wünsche euch noch einen schönen 1. Mai, einen schönen Feiertag. Genießt den Tag, grillt ein bisschen, wenn das Wetter gut ist. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Dandy.